So, ihr Lieben, da sind wir wieder mit unserer nächsten Folge. Gucken, ob wir den Endspurt schaffen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir wieder Fahren und dann gucken wir mal unter F7. Oh, 2% Schaden, 1% Schaden. Ja, sag ich doch. Also, ne, Leute, wisst ihr, ich habe Bums gemacht. Und warum, wisst ihr auch. Ja. Aufgrund dessen es hinter mir gerampelt hat, habe ich jetzt die Fahrbahn frei. Da hat es wohl irgendwo gedruselt. Yeah! 22.48 Uhr kommen wir in Bremen an. Da haben wir noch ein bisschen was zu fahren, wa? Yeah! Da hinten muss ich sie wohl da irgendwo aufgedruselt haben. Alter. Fahren sich hier andere auch eins zurecht. Ich habe auch noch gar nicht geguckt, wo ich in Bremen überhaupt hin muss. Ich auch nicht. Machen wir nachher nochmal. Oh, jetzt sind wir auf 90. Er hat eine sehr gute Geschwindigkeit. Also, muss ich sagen. Wenn ich jetzt nicht so breit wäre, dann hätte ich die Leitung wahrscheinlich auch heile nach Hause gebracht. Oh, und schon wieder eine E-Mail. Jetzt hat sie gekündigt oder so, wenn ich Pech habe. Ja, hat sie Pech gehabt. Dass ich nicht warten kann. Tja, Mädel, ich bin jetzt auf dem Weg nach Bremen. Ich weiß gar nicht, ob wir selber kündigen können. Wow. Ich hab's noch nie ausprobiert. Aber wenn dann, der Fall ist jetzt gleich. Jetzt gehen die Straßenlaternen an. Yeah, jetzt wird's dunkel. Weiter geradeaus. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich habe ja eine E-Mail bekommen, was sie denn zu meckern hat. Ich kann mir die... aha. Sie hat gekündigt. Ja. Gut. Dann, wenn sie nicht warten kann, sie hat jetzt gleich einen neuen LKW gekriegt, aber nein, dann stell mir jemand anders ein, ne? Gut. Jetzt hat sie gekündigt. So geht das. Ich habe ihr nie gesagt, dass sie von mir kein Geld kriegt, aber das spielt sich das halt so vor. Ich find's halt lustig. Jetzt weiß man auch, dass die Leute sie selber kündigen, ne? Alles Gute, Irina. Und sie hat gekündigt. Sie hat gekündigt. Tja, Jürgen. Schlechten Tag, aber schon. Acht, komm. Neuer Fahrer drauf, später um Kulisse. Der muss ja dann eh noch repariert werden, hier der Renault. Wir haben Beulen reingefahren.
Jürgen, das mit dem Überholen hatten wir erst, ne? Oh, die DAG oder Polizei? Wenn die dich dran kriegen, so wie du fährst, ne, dann bist du eh reif. Ich bedanke mich recht herzlich. Bitte, bitte. Ich meine ja nur. Wow! 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 Was geht denn nur ab? Stau, Stau, Stau auf der Autobahn. Und wir kommen hier nicht dran vorbei. Na supi. Wollt ihr ja übernachten oder was? Macht die Autobahn frei. Penner. Ehrlich. Habt ihr das gesehen? Ich glaube aber, das ist die neue. Das ist aber nicht die Mod von Iceman. Habe ich im Verdacht. Das ist garantiert eine Mod vom ETS2. Ich finde es ja lustig. Das war voll in den Stau geknallt hier, ey. Aber sowas von. Yeah! Wie im Real Life. Wir fahren voll auf die Eisen. Wir bleiben auf dieser Spur. Wir fahren nicht von der Autobahn. Weil das geht ins Auge. Wir müssen hier drauf bleiben. Also schön breit hier. Die Autobahn zu hier. Dass auch keiner an mir vorbeikommt. Wir fahren Richtung Bremen. Oh, hier müssen wir lang. Das ist etwas mit Gefühl. Das. Junge, jetzt. Ich wusste es. Irgendwo hänge ich hier. Jasses. Yes. 7% Schaden. Yeah, diese Ladung lohnt sich überhaupt nicht. Da zahle ich voll drauf. Aber sowas von zahle ich da drauf.
Aber was wollen wir machen? Das Leben ist hart. Naja, Jürgen, wenn du solche Ladungen aussuchst, du darfst normalerweise nur nachts fahren. Dann am besten mit Absperrungen bei solchen Transporten. Wir fahren jetzt immer noch Richtung Bremen. Und sollten auch Richtung Bremen bleiben. Ah, Leute, ihr seid so cool. Also im wirklichen Leben wäre ich mit so einer Ladung nicht allein unterwegs. Das ist schon mal klar. Von jetzt auf jetzt wird es dunkel wie im Sack. Was lernen wir daraus? Fahren mit Fernlicht. Sonst sehen wir die Strecken nicht. Sind wir denn jetzt überhaupt? Wir werden mal gucken. Yeah. Ich würde sagen, wir sind kurz vor Bremen. Naja, müssen wir jetzt durch. Fahren, fahren, fahren auf Autobahn. Ja, ist das geil. Ich hab wieder eingegeben, ey. Oh. Schadenskontrolle. Klar, wir sind einfach zu fett. Na, was sagt ihr dazu? Wir sind zu fett, ne? Na gut. So, ihr Lieben, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und dann machen wir den rasenden Reporter zum Abschluss, weil wir müssen die Karre reparieren, wir müssen sehen, dass wir, wir haben noch ein bisschen was am Programm. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!